Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag hier zum nächsten Mother Talk mit Markus Pohl, den ich jetzt hier per Skype zugeschaltet habe. Und ja, das Thema dürfte klar sein. Gestern wurden die neuen Regularien für die kommenden Wochen und Monate herausgegeben. Und was für unsere Branche wohl am allerinteressantesten und weitreichendst mit Folgen ausgestattet sein dürfte, ist, dass es bis zum 31. August keine Großveranstaltungen mehr geben wird. Und darüber werde ich mich jetzt mit Markus unterhalten. Zunächst mal Hallo nach Offenbach. Markus, guten Tag. Grüß dich, Markus. Ja, steigen wir gleich ein. Keine Großveranstaltung mehr bis zum 31.8. Die erste Frage, die da natürlich allen unter den Nägeln brennt, ist: Was ist denn jetzt überhaupt eine Großveranstaltung? Das ist eine super Frage. Das ist in der Form gar nicht so genau definiert. Sind das jetzt 1000 Leute oder ist eine Großveranstaltung schon 500 Leute? Es gibt Vorgaben, dass eine Großveranstaltung 100.000 Leute und mehr. Das ist halt das, was jetzt die Länder für sich entscheiden müssen und sagen müssen, wie sie denn da den Rahmen nun genau stricken. Die Bundespolitik hat da jetzt halt einen allgemeinen Rahmen vorgegeben und jetzt ist die Bundesländer gefragt, um das so auszugestalten, wie es für ihre jeweiligen Bundesländer gilt. Ich denke mal, da wird es auch bestimmt den einen oder anderen Unterschied geben. Die einen sagen 500, die anderen sagen vielleicht 800 oder sowas in der Art, die nächsten sagen 5000. Das ist halt das, was nicht so ganz klar ist und wo wir jetzt auch ein bisschen dran arbeiten müssen, um da vielleicht der Politik ein bisschen Leitplanken zu geben, wie wir uns das einschätzen. Ihr habt ja da einen ganz guten Kontakt zur Bundespolitik gerade. Ist das da nicht sehr negativ jetzt für euch, dass das alles so sehr föderal entschieden wird? Also ich meine, ihr könnt an einer Stelle ganz gut mittlerweile, denke ich, eure Punkte zu Gehör bringen, aber wenn jetzt wieder jedes Bundesland einzeln entscheiden muss, wie sind denn da eure Möglichkeiten, auch noch Einfluss zu nehmen auf die Politik? Ja, das ist natürlich total schwierig. Also mit einer Stelle, also Bundespolitik zu sprechen, ist das eine. Aber wenn du dann auch noch 16 andere gleichzeitig hast, wird es schon schwieriger. Zumal wir ja nun auch nicht alle in den 16 Bundesländern permanent vertreten sind. Also wir sind jetzt sechs Vorstandsmitglieder, die daran arbeiten, bilden gerade mal vier Bundesländer ab, in denen wir da direkte Kontakte hätten. Und dann müssen wir halt jetzt gucken, wie wir das wo reindrängeln können. Unsere Strategie dabei ist, weil wir ja nun auch in der IGVW verankert sind und sehr aktiv sind, dass wir auf der Ebene der IGVW dort mit den anderen Verbänden zusammen genau solche Themen wie, wie groß ist denn überhaupt so eine Veranstaltung, auf welche Veranstaltung könnte man was ansetzen, diskutieren, besprechen und darüber dann nach Möglichkeit Richtlinien zu erstellen, den wir dann nicht nur in der Bundespolitik, sondern dann auch entsprechend in den Landesämtern vorgeben können, damit halt Gesundheitsämter zum Beispiel auch eine Möglichkeit haben, das vor Ort zu entscheiden, weil wir kommen natürlich auch nicht in jedes Dorf, wo es ein Gesundheitsamt gibt, wo dann halt jemand sitzt, der aber eine Entscheidung treffen muss, ob jetzt diese Veranstaltung stattfinden darf oder nicht. Und da ist natürlich die Gefahr groß, dass der sagt, naja, Gott, das ist eine Veranstaltung, klingt erstmal komisch, ich sag mal nein. Das heißt, da müssten wir jetzt gucken, dass wir möglichst zügig da Richtlinien oder Ideen unsererseits in die Politik reinschieben können, um da halt tatsächlich was zu bewirken und Leitplanken vorzugeben. Ja, das zielt so ein bisschen auch in Richtung meiner nächsten Frage. Was plant denn jetzt der ISDV für Aktionen in den nächsten Monaten? Also zum einen geht es ja wahrscheinlich immer auch noch um die Hilfen. Sind die denn mittlerweile ausreichend? Also ich meine staatliche Kredite, Zuschüsse, was auch immer. Diese ganzen Hilfsprogramme, die jetzt angelaufen sind, wie ist denn da der Stand der Dinge? Wie schätzt du die ein? Reicht es oder muss da noch mehr getan werden? Und zum anderen, was ist denn in den nächsten Monaten? Was steht denn da bei euch auf der To-Do-Liste? Naja, es ist ja jetzt erstmal ein Schlag in die Magengrube für alle in der Veranstaltungsbranche, dass jetzt bis zum 31.8. auf jeden Fall mal nichts Relevantes stattfinden wird. Was danach passiert, müssen wir dann halt mal gucken, wie das wieder losgeht. Aber ganz sicher ist auf jeden Fall, dass sowas wie die Soforthilfen, die ja dann nun bis Ende Mai angedacht sind, dann auch aufhören. Das heißt, wir müssen möglichst zügig gucken, dass wir da weitere Programme, weitere Hilfen, neue Auffangmöglichkeiten schaffen. Das ist also die Arbeit, die wir jetzt gerade anfangen, da konkret voranzukommen.
Genauso ist es auch immer noch so, dass die meisten Hilfen gar nicht dort ankommen, wo sie ankommen müssten, beziehungsweise sehr, sehr viele Betriebe in unserem Bereich komplett leer ausgehen. Also die ganze Firmen, die eine relativ kleine Struktur haben, aber dann halt doch ein großes Rad bewegen, zum Beispiel 2, 3, 4 Angestellte haben, Lagerflächen haben und ähnliches, was alles was kostet, die kommen mit 9.000 Euro keine 3 Monate weit, die kommen wahrscheinlich mit 9.000 Euro noch nicht mal einen Monat weit, selbst wenn sie auf Kurzarbeit und alles runtergehen, denen wird im Moment noch überhaupt gar nicht geholfen durch diese Programme. Das haben wir auch schon vor 10 Tagen in die Politik reingespielt. Da ist natürlich wenig Bewegung im Moment tatsächlich. Das heißt, wir müssen da einfach mit stetem Tropfen weiter den Stein aushöhlen, um da genau für diese ganzen Bereiche noch mehr zu erreichen, als es bisher schon der Fall ist. Wie ist denn so dein Eindruck, wenn du in die Politik schaust? Weiß die denn gerade, naja, also weiß die denn, was sie tut, ist ein bisschen scharf formuliert, aber ist es so, dass praktisch die Entscheidungen gerade noch den täglichen Entwicklungen ein bisschen hinterherhetzen? Oder kann man davon ausgehen, dass sich schon auch relativ kluge Gedanken gemacht werden über die Zeit danach? Es ist jetzt nicht davon auszugehen, wenn am 31.08. das Verbot von Großveranstaltungen zu Ende gehen sollte, dann sind ja nicht am 1. September schon wieder die ersten Trucks auf der Straße und die nächsten Großveranstaltungen laufen an. Nee, das denke ich auch nicht. Das wird bestimmt so in der Form nicht passieren. Zumal muss man erstmal gucken, was gibt es denn dann für Regeln, an die man sich halten muss, um überhaupt irgendeine Form von Veranstaltung da wirklich durchführen zu können. Und auch da müssen sich dann ja sowohl die Betreiber von irgendwelchen Veranstaltungsstätten, als auch die Veranstalter selbst, als auch die Technikfirmen und dann am Ende auch die Techniker sich darauf einstellen und vorbereiten. Das heißt, so ganz mal eben einen Schalter umlegen und dann laufen wir alle wieder, wird mit Sicherheit nicht passieren. Das auch unsere Aufgabe wieder. Wie gesagt, ich hatte das vorhin schon mal kurz angesprochen. In der IGVW haben wir da die Gespräche schon aufgenommen, auf ziemlich breitem Band zu sprechen. Was kann man denn jetzt machen? Wie kann das denn überhaupt wieder losgehen? Wie können denn eventuelle Sicherheitsvorkehrungen ausschauen? Wie kann eventuell Geld in die Branche gespumpt werden von Seiten der Politik, um da schnell wieder auf die Beine kommen zu können? Das sind halt alles solche Dinge, die sich gerade entwickeln. Da laufen gerade auf ganz vielen Ebenen Gespräche und wir sehen zu, dass wir da möglichst zügig schriftliche Sachen vorliegen haben, mit denen wir dann auch ganz konkret arbeiten können. Okay. So, jetzt werde ich mal was probieren. Wir haben hier nämlich zwei Gäste, die sich angekündigt haben. Und ich würde jetzt mal versuchen, einen von den beiden noch hier mit dazu zu holen. Und zwar, es dauert jetzt eine kleine Sekunde, na, der ist doch hier. Habe ich mir doch alles zurechtgelegt. Na, ich bitte noch die Zuschauer an den internetfähigen Empfangsgeräten um etwas Geduld. Nee. Ach ja, doch hier, Moment. So. Nein, gut, das muss ich dann im Anschluss machen. Okay. Ja, gibt es denn noch als abschließende Frage, du hattest ja, Markus, zusammen mit Erpam so eine Initiative ins Leben gerufen, wo du versucht hattest oder wo ihr versucht habt, Veranstaltungstechniker mit der Landwirtschaft in Verbindung zu bringen, um die drohenden Ernteausfälle durch zu wenige Erntehelfer zu minimieren. Gibt es denn da irgendwas zu berichten? Wie ist da der Stand der Dinge? Nee, Rückmeldungen, ob sich da Leute darauf gemeldet haben, haben wir tatsächlich bisher noch nicht bekommen. Das ist auf Initiative von Erpam entstanden, also einem der Versicherer bei uns in der Branche. Die sind bei uns auch Mitglied, wie die beiden großen anderen entsprechend auch. Und die machen wohl sehr viel für die Landwirtschaft. Das heißt, versichern das kurzfristige Personal, das sie in den landwirtschaftlichen Betrieben, wo das da verwendet wird oder gebraucht wird. Und darüber kam halt die Idee, Mensch, wollen wir das nicht mal versuchen, da einen Schluss herzustellen? Aber ich habe keine Rückmeldung dazu, wie viele Leute sich da gemeldet haben. Es ist halt eine Möglichkeit. Also wer Hummeln im Arsch hat oder sagt, hey, ich muss auf jeden Fall irgendwie Geld verdienen, ist das eine relativ schnelle und einfache Möglichkeit, da ranzukommen. Das ist mit Sicherheit auch nicht hoch bezahlt. Entweder geht es nach Kilo, die man da erwirtschaftet oder erntet pro Stunde, oder es geht um den Mindestlohn. Aber es ist halt ein breites Feld, wo auch unsere Leute ganz Menge machen können. Staplerfahrer, Treckerfahrer, Lkw-Fahrer, das wird da ja alles dringend gebraucht. Deshalb fanden wir das eine ganz charmante Idee, mal zu sagen, hey, das wäre eine Möglichkeit, könnte man was machen.
Und zum Schluss würde mich noch interessieren, wie ist denn deiner Meinung nach die Stimmung gerade in der Branche? Also wenn man so durch die sozialen Netzwerke streift, gibt es ja im Prinzip Meckern oder positiv denken. Du bist ja bestimmt in Kontakt mit sehr vielen Leuten zurzeit. Was ist denn so dein Eindruck? Geht es noch von der Stimmung her oder beginnt es langsam zu kippen? Wie ist die Stimmung bei den Leuten draußen? Also was ich so mitbekomme, ist schon eine ganze Menge Resignation mittlerweile dabei, weil halt auch keiner wirklich sagen kann, wie lange bremst uns das jetzt aus. Jetzt wissen wir schon mal, immerhin bis Ende August werden wir ganz deutlich ausgebremst. Das hat natürlich gestern für richtig viel Unmut in den sozialen Netzwerken gesorgt und auch mit teilweise sehr merkwürdigen Ideen, was da alles so hinterstecken könnte. Also man darf halt immer nicht vergessen, worum es hierbei geht. Der Randall Greeny vom VPLT hatte heute in der EGVW-Sitzung so ein schönes, also ein schönes, aber einen guten Vergleich. 1944, 45 gab es auch keine Veranstaltungen, weil Bomben vom Himmel regneten und dann war allen ziemlich deutlich klar, wir können keine Veranstaltungen machen. Jetzt haben wir natürlich keine Bomben im Moment, aber haben doch eine immerhin sehr große Bedrohung durch diesen Virus und müssen halt gucken, dass wir den möglichst in der Ausdämmung maximal eindämmen und daran hindern, sich auszubreiten. Und da sind wir jetzt alle tatsächlich in unserem eigenen Umfeld gefordert, das zu machen. Von daher kann ich da die Frustration der Menschen schon extrem gut verstehen und weil es natürlich auch wirklich langsam sehr an die Existenz geht. Also die, die vielleicht noch ein bisschen Polster hatten, die werden das jetzt auch ganz deutlich dahinschmelzen sehen, ob Soforthilfe da war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber da bestehen natürlich ganz viele Ängste auch, wie kann es denn überhaupt mal weitergehen? Das kann ich total nachvollziehen. Bei mir ist das auch nicht anders. Also ich sitze da auch nicht im goldenen Kessel und kann mich nicht retten vor Geld. Bei mir ist das ganz genau dieselbe Situation wie überall. Das Geschäft ist weggebrochen soweit und da kommt erstmal nichts mehr rein und meine Ressourcen gehen jetzt auch ziemlich deutlich dem Ende entgegen. Und ich überlege mir auch, was kann ich denn bloß machen? Was ich da halt mache, jetzt ich in meinem Umfeld, ich engagiere mich halt dafür in der ISGV, dass in der Politik das ankommt, dass da noch weitere Hilfen kommen müssen. Viele anderen möchte ich wirklich dazu ermutigen, behaltet ein bisschen die Ruhe, versucht euch mit, weiß der Geier, Fitness und so einem Kram, so blöd wie das klingt. Ich höre mich da selber reden und denke, mein Gott, was für doofe Ideen im Grunde. Aber was anderes bleibt uns im Moment tatsächlich nicht übrig. Wir müssen diese Monate jetzt irgendwie rumkriegen und irgendwie werden wir sie auch alle rumkriegen. Von daher lasst euch nicht unterkriegen, vor allem nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, jetzt ist irgendwie alles shit egal. Wir sind da immer noch eine Branche, wo es viele Menschen gibt, mit denen man reden kann. Und wir sind alle in derselben Situation am Ende. Von daher rufe ich auch alle mal dazu auf, fangt eure Leute, die ihr alle so kennt in eurem Umfeld, ein kleines bisschen auf und engagiert euch in Gruppen, in denen gesprochen wird über verschiedenste Themen. Als ISDV-Mitglieder können sich jetzt heute um 16 Uhr wieder zu einem Meeting zusammenfinden, um einfach mal über Dinge zu sprechen. Da geht es jetzt wieder um Tagessätze. Aber natürlich sind auch andere Themen da herzlich willkommen und wir müssen einfach miteinander sprechen, damit wir uns nicht jeder in seiner eigenen Welt verlieren und dann am Ende irgendwann nicht mehr klarkommen. Das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Markus, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Das war Markus Pohl von der ISDV aus Offenbach, der dazu aufruft, doch miteinander zu sprechen. Und genau das können wir jetzt nämlich auch noch tun. Ich sage erstmal noch Tschüss, Markus. Jo, tschüss, danke dir. Da ist er weg. Und habe noch hier jetzt zwei Gäste, die sich angekündigt haben, die ich jetzt noch schnell mit reinholen werde. Zum einen bin ich verabredet mit Gordon Labiton. Da läutet es Ja. schon. Und da ist auch schon Gordon. Hallo, kannst du mich sehen und Ja. hören? Hallo, ich höre dich. Ja, wunderbar. So, Moment. Dann eine Sekunde bitte. Dann schiebe ich dich schnell hier ins Sendefenster. Ich sehe dich jetzt leider noch nicht. Werde die Zeit noch ein bisschen mit mehr oder weniger sinnvollem Geschwafel überbrücken. Doch, da bist du. Hallo. Hallo. Und genau, meine Kamera mache ich aus. Nicht erschrecken. Und so, hallo, guten Tag, Gordon. Von wo aus rufst du uns denn an? Oder habe ich dich jetzt an? Wo erreiche ich dich denn? Aus dem schönen Rhein-Main-Gebiet. Also ich bin geortet zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Also mit dem Epizentrum in der Nähe von Markus. Okay. Und in welcher Funktion oder was verbindet dich mit der Veranstaltungsbranche für diejenigen, die dich nicht kennen? Also ich habe 2001 die Ausbildung gemacht, war lange Zeit dort dann auch angestellt bei der Firma, bei der ich gelernt habe.
Und seit 2008 bin ich freiberuflich als Lichtdesigner und Operator tätig und das inzwischen tatsächlich auch relativ international. Okay. Und die gestrige Entscheidung, die hat in dir was ausgelöst? Was ist so deine Meinung, dein Standpunkt zu der ganzen Geschichte? Also ich sage mal so, überrascht hat es mich tatsächlich nicht, weil man konnte das ja so schon ein bisschen absehen, dass das passieren würde. Und ich habe natürlich auch schon gemerkt, dass die Veranstalter da letztendlich auf Zeit gespielt haben, irgendwie wahrscheinlich ihre Versicherungsschutz nicht zu verlieren, was die Absagen angeht. Aber letztendlich, es hat mich schon sehr traurig gemacht, weil es gerade für mich irgendwie einen relativ großen Ausfall bedeutet, dadurch, dass ich durch Festivals wie World Club Dome, wie Parukaville, das Sonus Festival in Kroatien, das sind alles Projekte, die für mich jetzt weggebrochen sind. Und ich halt bis auf jeden Fall mindestens Ende August erstmal da sitze und faktisch so nichts machen kann. Und wie sieht es dann aus, nichts machen? Also hast du, was für Strategien hast du dir jetzt überlegt, um die unfreiwillig freie Zeit möglichst sinnvoll auszunutzen? Ja, also aktuell ist es jetzt so, dass ich jetzt angefangen habe, mich mal in der näheren Umgebung hier zu bewerben, um zu schauen, ob ich irgendwo im Lebensmitteleinzelhandel unterkomme, weil da heißt es ja immer, es werden ja händeringend Hilfskräfte gesucht, und wenn es halt nur Regal auffüllen ist. Das andere ist natürlich, dass ich jetzt im nächsten Schritt auch diese Initiative von Markus und der Erpam entsprechend unterstützen werde, weil ich habe da mal geschaut gehabt, die meisten suchen erst ab 1.5. wieder erste Erntehelfer und ich denke mal, das wird im Worst Case dann letztendlich der Weg sein, wo ich da mal hingehen werde. Aber zweifelsfall natürlich immer etwas, was bei uns hier in der Nähe ist. Aber dadurch, dass ich ja halb auf dem Land wohne, sollte das nicht so weit weg sein. Okay. Wir haben jetzt hier gerade einen Kommentar im Live-Chat von dabei ab 2, der sagt, ja, es wundert ihn, dass die Veranstaltungsbranche da so überraschend darauf reagiert. Und seiner Einschätzung nach wird es also noch weiter bestehen, das Veranstaltungsverbot. Und zwar genau so lange, solange kein Impfstoff da ist. Und auch dann wird es ja nicht so weitergehen. Was ist denn so deine Prognose? Wie wird sich das Ganze noch entwickeln? Also tatsächlich ist es auch meine Einschätzung, dass letztendlich große Events auf jeden Fall abhängig davon sind, ob der Impfstoff oder die Herdenimmunität kommt. Letztendlich ist es ein Wettrennen zwischen eins von beiden. Das muss man halt jetzt abwarten, was am Ende kommen wird. Das betrifft aber meiner Meinung nach wirklich nur die großen Events. Also allein diese Abstufung, dass es jetzt nur große Events betrifft, macht ja zumindest ein bisschen Hoffnung, dass eventuell vielleicht ein kleines Tagesgeschäft ja in den nächsten Wochen und Monaten ja doch wieder aufkommen könnte und vielleicht auch noch mal ein bisschen aktiv betrieben werden könnte. Letztendlich bleibt es auch ein bisschen von den Behörden ab, ob die das zulassen und letztendlich die Auflagen, die sie dafür vergeben werden. Okay, gut. Gordon, ich sage auch vielen Dank fürs Mitmachen. Und gibt es noch irgendwas, was du loswerden wolltest an dieser Stelle? Im Grunde bleibt mir nur allen zu sagen, Kopf hoch und durchhalten und es wird auch wieder besser werden. Wann, weiß keiner, aber ich bin guter Dinge, dass wir uns alle auf jeden Fall mal wiedersehen werden. Wunderbar. Gordon, dir auch alles Gute. Vielen Dank Ich und danke ebenso. bis dann. Tschüss. Tschüss. So, das war Gordon Labiton, Lichtdesigner. Seines Zeichens und jetzt probiere ich es mal noch hier. Ich schalte das jetzt mal hier schnell. Stumm, dieses Gebimmel. Ich habe mir sagen lassen, bei der letzten Sendung sind dann Leute in Panik zu ihrem Skype-Account gerannt, weil sie gedacht haben, bei ihnen wird angerufen. Das soll natürlich nicht sein. Und ich kann ja hier auch sehen, wann die Verbindung denn hergestellt wird und versuche jetzt zu erreichen Christian Hartmann, Feuerwerke an der Ostsee. Da ist er noch nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Doch, da ist er. Hallo Christian. Kannst du mich hören? Oh, ja, das Internet. Jetzt kommt da vielleicht was? Ja. Christian? Hallo, hörst du mich? Hören tue ich dich. Hören tue ich dich, ja. Ja, sehen müsstest du mich auch. Aber wir hören dich jetzt auch erstmal. Okay. Bild Das ist habe ich schon mal noch gut. keins, aber wir können das hier auch ganz easy per Audiosignal abfrühstücken. Warum auch immer. Ach du, ich habe aufgehört, mich darüber zu wundern. Gut, Christian, zu dir. In welcher Verbindung stehst du denn zur Veranstaltungsbranche? Du bist Feuerwerker bei der Firma. Ostsee Pyrotechnik. Wir sind ein nicht ganz kleiner Anbieter im Norden Deutschlands für Großfeuerwerke, hauptsächlich für kommunale Anbieter, viel im Tourismus tätig und bedienen dort den Norden mit
hoffentlich eigentlich ja sonst sehr interessanten Feuerwerken. Jetzt sehe ich dich hier auch noch. Warte mal, ich schalte ja, jetzt. So. Ah, sehr gut. Mensch, da geht doch alles. Ja, Feuerwerke, da könnte man ja jetzt mal so ganz unbedarft sagen, naja, da sind die Chancen doch vielleicht noch ein bisschen andere, wenn man sagt, hier, die Leute bleiben zu Hause, schauen sich das Feuerwerk aus dem Fenster an. Da könnte man doch vermuten, dass es euch jetzt vielleicht nicht ganz so hart trifft wie den Rest der Branche. Naja, das ist eine schöne Idee, aber letztendlich kommt das natürlich darauf an, das wissen wir alle, sowas muss immer einen wirtschaftlichen Vorteil für irgendwen haben, damit das Ganze interessant ist. Ja, es gibt interessante Gespräche zu solch symbolhaften Geschichten, aber ob das so zum Durchhalten dann tatsächlich reicht, sei mal im Moment dahingestellt. Was hast du dir gestern so gedacht, als du gehört hast, bis 31.08. keine Großveranstaltungen, weiter Schicht im Schacht? Also im Grunde genommen habe ich gedacht, Hut ab, sie haben wenigstens mal den Arsch in der Hose, das bis zum 31.08. zu sagen. Ich hätte jetzt mit weiterer Salamitaktik gerechnet, dass das in kleineren Scheiben kommt. Da scheint wohl aber auch dann der Druck der großen Geschichten einfach jetzt mal den Platz gegeben zu haben, um das zu machen. Darüber hinaus befürchte ich aber leider auch eigentlich, dass das nicht beim 31.08. bleiben wird und einfach auch noch länger bestehen bleibt. Zumindest das, was wie auch immer das wohl dann so auf der Landes- und Kreisebene definiert wird, das Format Großveranstaltungen angehen wird. Ja, ich glaube, auch wenn man sich hier die Kommentare anschaut, Kevin Walicek schreibt, ich glaube noch nicht an ein eventuelles Tagesgeschäft. Es geht darum, enge Menschenansammlungen zu vermeiden. Wie soll das denn bitte auf kleinen Festivals oder Konzerten möglich sein? Also ich glaube, tatsächlich ist auch der Großteil der Branche der Meinung, dass das weit über den 31. August noch bestehen bleiben wird, das Verbot von Veranstaltungen. Welche Strategien hast du denn dir erdacht, um die Zeit bis dahin möglichst gut zu überbrücken oder sinnvoll zu nutzen? Sicherlich war jetzt das erste Break auch noch nicht so ganz in unserer Kernzeit. Also den ersten Monat hier haben wir tatsächlich dann auch mal, weil auch tatsächlich der Bedarf der Kunden gerade noch relativ gering ist, gewesen ist, zu reden mit den üblichen Kurzarbeitsoptionen, irgendwie von Lager aufräumen bis zu Hause mal Fenster putzen verbracht. Aber uns war klar, dass die Fragestellung sein wird, was gestern da jetzt passiert, was da kommt auf und was kommt da jetzt auf uns zu in den zukünftigen Fragen. Und die sind ja jetzt zumindest ein Vierteljahr geklärt. Dieser Umstand wird jetzt einfach mal aufgenommen werden müssen, um zu klären, was man mit dieser Zeit anfangen kann. Denn das größte Problem, denke ich mal, ist für alle bis jetzt gewesen die ganz große Unsicherheit, wann was kommt. Die ist zumindest mal für den Zeitraum bis Ende August dann jetzt geklärt. Da gilt es jetzt irgendwie, sich für zu wappnen, das zu schaffen. Und auch den Plan B für die Zeit danach zu haben, was man da tatsächlich entwickeln kann und was da durchsetzungsfähig ist. Aber ohne diese ganzen Allgemeinverfügungen der einzelnen Kreise und die Individualentscheidungen der Länder, die da jetzt kommen werden, auch wenn das ein gemeinsamer Fahrplan gewesen ist, kann man, glaube ich, relativ wenig gerade strukturiertes planen, um da wirklich gestärkt rauszugehen, dass man da mit neuen Produkten oder neuen Sachen kommen kann. Wir sind da leider für uns selber auch sehr offen, was anderweitige Verwendung von uns am sonstigen Markt angeht. Diese Offenheit müssen wir da jetzt, glaube ich, gerade alle, jeder für uns haben, so wie sich kein Selbstständiger und kein Geschäftsführer zu schade sein sollte, zumindest für die Zeit, in der da reduzierte Hartz-IV-Sätze angesagt sind, sich dessen zu bemühen, die selber zu bekommen, als auch für sich selber Lösungen zu finden, wie man da im Moment durchkommt. Ich glaube fest an eine Zeit danach und die wird auch sicherlich für uns Gutes bringen, da man, glaube ich, wenn die Türen erstmal wieder offen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, wohin auch immer das gehen mag, dann der Punkt Lebensfreude, glaube ich, auch eine neue und andere Qualität für uns alle haben wird. Okay.
Es gibt jetzt hier gerade noch eine Frage direkt an dich von User dabei ab 2. Was du denn dazu sagst, dass Feinstaub die Ausbreitung des Virus begünstigt? Ich muss sagen, ich höre das jetzt zum ersten Mal und hoffe, wir sitzen jetzt hier keinem Troll auf. Ist dir das schon mal bekannt? Und, also du als Feuerwerker natürlich. Ich bin ja nur ein Pyrotechniker oder ein Feuerwerker, aber es gibt ja tatsächlich da durchaus Nachrichten, wobei ich möchte da betonen, das sind alles nur Nachrichten. Irgendwie im Norden Italiens wird eine schlechte Luft nachgesagt irgendwie und auch von China soll das wohl so sein. Ich bezweifle aber stark, dass es in einem direkten Zusammenhang mit Feuerwerksfeinstaub zu sehen ist. Denn auch da gehe ich gerne mal mit dem User die direkte Diskussion ein. Haben wir von der DUH und von vom Umweltbundesamt einen ganz schönen Bären aufgebunden bekommen. Das ist ein sehr interessantes Thema, was da so an Geschichten erzählt worden ist. Ganz viele Annahmen und Schätzungen, die zu diesen horrenden Werten geführt haben, die angeblich Feuerwerk und Feinstaub verursacht, dass es da jetzt eine direkte Verbindung zu Corona gibt oder zur Covid-19-Geschichte, das glaube ich tatsächlich nicht. Denn das ist wohl sicherlich kaum ein Überträger der Krankheit. Sicherlich ist ein hoher Grad an Feinstaub vielleicht nicht gesundheitsfördernd, aber die Mengen, die wir uns da alle so vormalen, entstehen bei einem Großfeuerwerk nicht. Ein Spezialthema für uns im ganzen letzten Herbst gewesen, bei der Medienoffensive, die dort von den beiden Organisationen geführt worden ist und eigentlich auch sehr weit der Realität nicht entspricht, was da an Mengen platziert worden ist, die in irgendeiner Art und Weise durch Feuerwerk erzeugt werden sollen. Da hat im Übrigen auch die pyrotechnische Industrie gerade sehr neue Erkenntnisse zu auf den Tisch gebracht. Und diese Geschichte wird ähnlich hart erzählt wie das, was jetzt ja durch die ganzen Homeoffices und den getrennten Verkehr oder den nicht stattfindenden Verkehr in den Städten schon auch anderweitig nachweisbar ist, dass zum Beispiel das, was von der DUH so sehr maskiert worden ist, der Straßenverkehr als Schöpfer der CO2- und Feinstaubdiskussion, sich jetzt gar nicht bewahrheitet und die Werte gar nicht in dem dramatischen Rahmen zusammenfallen, wie sie dann mit dem Verkehr eigentlich in Verbindung gebracht worden sind. Sehr gut. Christian, von dir einer Seite aus noch irgendwelche letzten Worte, Verwandte grüßen oder sonstiges? Durchhalten, nicht nur unsere Crew, sondern alle Crews sollten sich irgendwie auf ihrem Wege versuchen, durch diese Krise zu gehen. Und seid realistisch, es wird länger gehen als der 31. August. Davon gehen wir alle aus. Das war Christian Hartmann von Ostsee Pyrotechnik. Vielen Dank fürs Dabeisein. Alles Gute. Danke. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. So, das war der Christian Hartmann. Ja, es gibt ja noch einen Kommentar. Danke für die Beantwortung. Der Spiegel berichtet über den Zusammenhang mit Luftqualität und Virusausbreitung. Da würde ich jetzt mal sagen, dann könnte man auch unsere hochverehrte Ministerin Frau Julia Klöckner in die Pflicht nehmen, denn Diabetes ist ja auch ein Faktor, der praktisch das Risiko erhöht an Corona, an Covid-19 zu erkranken. Und nach wer die Arte-Reportage vor wenigen Tagen gesehen hat, wie in anderen Ländern gegen die Zuckerindustrie vorgegangen wird und wie das auf unserer Seite des Atlantik die Frau Klöckner macht, da könnte die sich sicherlich auch einige Kerben in den Colt schnitzen, was Opferzahlen angeht. Aber das nur am Rande. Ja, wenn jetzt sonst keiner mehr den Wunsch verspürt, ich habe die letzten Male immer noch in der letzten Sekunde, haben sich Leute per E-Mail gemeldet oder sonst wie. Ich würde jetzt noch mal kurz hier meine ganzen Kanäle durchschauen. Ansonsten einfach anrufen. Jetzt wäre die Chance auf Skype unter Mothergrid Magazine einfach sich in die Sendung schalten. Ja, anscheinend, Moment hier, doch noch ein Kommentar vielleicht. Ja, nee, also hier wäre noch jemand. Ich habe einen Kommentar bekommen, aber da würde ich jetzt bitten anzurufen, damit ich da nicht wieder in irgendwelche Situationen hineinplatze, wo es vielleicht nicht so passt. Ansonsten gibt es noch Kommentare.
Nein? Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ich werde nächste Woche auch wieder einen Talk machen. Termin kann ich jetzt leider noch nicht sagen. Und das Thema, wir werden uns auch mal mit Tagessätzen beschäftigen zum Beispiel. Auch da ist ja jetzt eine Diskussion entbrannt an manchen Stellen, dass es Leute gibt, die sagen, man müsste jetzt dann erstmal billiger werden, wenn es wieder losgeht, weil ja alle zu kämpfen haben und man darf doch seine Kundschaft nicht vergraulen. Andere sagen, Moment, wir müssen jetzt die Gelegenheit nutzen, die Tagessätze hochschrauben. Finde ich ein ganz spannendes Thema und werde dazu nächste Woche was machen. Ein paar Leute haben sich auch schon angekündigt, die da ein Wörtchen mitreden wollen. Wenn ihr da auch mitreden wollt, meldet euch gerne unter socialmedia@mothergrid.de. Nennt mir einen Kontakt, eine Telefonnummer oder einen Skype-Kontakt, wo ich euch erreichen kann. Sagt mir euren Punkt und dann kommen wir da irgendwie zusammen. Ansonsten an dieser Stelle alles Gute und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.